Hey Leute, ich bin in letzter Zeit so insgesamt verspannt, habe auch echt viel Angst. Das ist schon das Intro, das ist jetzt schon das Intro. Habt ihr da nicht vielleicht was? Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, der Folge 25, wenn wir uns nicht verzählt haben, des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Universitätsmedizin in Göttingen, Klinik für Anästhesiologie. Wir sind heute zu viert mit Ralf, Clemens, Anni und mir und wir machen heute mal wieder weiter mit der Pharmakologie. Hatten wir mal angefangen und hatten uns vorgenommen, dass wir damit weitermachen und in der Reihe der sedativen oder der sedierenden Medikamente wollen wir uns heute über Benzodiazepine unterhalten. Die Benzodiazepine ist eine ganz große Substanzklasse mit vielseitigen Wirkungen. Die sind anxiolytisch, sedierend, muskelrelaxierend, hypnotisch, haben auch eine antikonvulsive Wirkung, sind eigentlich auch als Antikonvulsiver mal synthetisiert worden, haben keine analgetische Wirkung, um hier so die ganz breiten Eckdaten einfach mal abzufrühstücken. Und haben gemein, und daher kommt auch der Name, dass sie aus einem Diazepinring bestehen und ein Benzolring da dran geflanscht ist. Deswegen der Name, ja, Benzodiazepine. Es gibt jede Menge davon, angefangen beim Adinazolam, übers Alprazolam und hört da im Alphabet mit dem Triazolam auf. Und dazwischen gibt es jede Menge, ach, ich schätze, das sind 50, 60 unterschiedliche Substanzen, die, steht hier eigentlich, wie viele das sind? Jede Menge Substanzen, die aus dieser Gruppe kommen, die unterschiedliche Eigenschaften haben, und mit den wichtigsten Vertretern wollen wir uns heute hier beschäftigen. Ich werde auch für diese Episode Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer beantragen. Ich bin dazu übergegangen, immer nur noch ein einziges Codewort in diese Folge einzupflegen. Das ist die minimale Anforderung der Ärztekammer. Ich versuchte auch einen schöneren Modus irgendwie zu finden. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Mal gucken, was da passiert. Aber zurück zu den Benzodiazepinen. Und wenn man zurück sagt, dann gehen wir ganz zurück in die Geschichte und versuchen, da einen kleinen Überblick zu schaffen. 1955 hat ein gewisser Leo Sternbach das Chlordiazepoxid synthetisiert für die Firma La Roche oder Roche, die sitzt in Basel, hat da so einen coolen Turm. Ja, so ein prägendes Gebäude für Basel irgendwie. Sieht aus wie so ein Segel. Genau, meine Schwester hat mal in Basel gelebt, deswegen kenne ich das ganz gut, ja, direkt unterhalb dieses Turms. 1955 synthetisiert, 1960 patentiert oder verfügbar gemacht unter dem Handelsnamen Librium, und es ist als Antikonvulsivum auf den Markt gekommen. 1975 ist dann auch von dem Leo Sternbach das Diazepam synthetisiert worden unter dem Handelsnamen Valium. Das ist, glaube ich, das kennt man, glaube ich, so schon, ja, auch mit einem gesunden Halbwissen. Und das ist schon 3 Jahre später von der WHO auf die Liste der essentiellen Medikamente aufgenommen worden. Und das ist echt schnell. Also ja, das finde ich eigentlich ganz beeindruckend. Ja, nach 3 Jahren auf dem Markt, zack, dann hast du auch irgendwie geschafft. Bevor wir jetzt in unsere schönen Pharmakokinetik und pharmakodynamischen Grundlagen gehen, ein einleitendes Wort noch zur Wirkung der Benzodiazepine. Die beruht in erster Linie auf einer Beeinflussung des inhibitorischen Systems, was sozusagen durch die Transmittersubstanz GABA, also Gamma-Aminobuttersäure, gekennzeichnet ist. Und ungefähr 30% aller Synapsen im ZNS nutzen GABA als Transmittersubstanz. Da gibt es unterschiedliche Rezeptortypen, GABA-A, GABA-B und GABA-Non-A-Non-B. Wie die meisten unserer Hypnotika greift das auch am GABA-A-Rezeptor an, beziehungsweise da gibt es einen Benzodiazepin-Rezeptor, wo die dann dran gehen. Und wenn die da dran kommen, durch Bindung an GABA-A-Rezeptoren induziert GABA im ZNS einen vermehrten Chloridanstrom. Also das ist ein Chloridkanal, dessen Öffnungswahrscheinlichkeit sich erhöht wird, und das führt zu einer Hyperpolarisation. Und
Durch diese verminderte neuronale Erregbarkeit werden vor allem dopaminerge und noradrenerge exzitatorische Erregungsabläufe im ZNS gedämpft, was dann zu den Wirkungen klinisch führt, die Ingmar am Anfang aufgezählt hat, mit Anxiolyse, Entspannung, andere Grade Amnesie etc. Und die Benzodiazepine erhöhen einfach die Öffnungswahrscheinlichkeit und die Affinität für GABA an diesem Rezeptor. Weißt du noch, wie der Rezeptor aussieht? Ja, so ein transmembranöser Benzodiazepin-Rezeptor-Komplex, der sozusagen da durch Lipid-Doppelschichten durchgeht, und der hat 2 Alpha-Untereinheiten, 2 Beta-Untereinheiten und 1 Gamma, oder? Ja, das wissen wir natürlich alles auswendig und lesen es auf gar keinen Fall ab. Das Bildchen, was ich habe, ist scheinbar offensichtlich simpler als das, was du da hast. Ja, und der Benzodiazepin, also diese Bindungsstelle für die Benzodiazepine, ist in einer Alpha-Untereinheit. In einer von denen oder in mehreren. Ich weiß es nicht. Das ist sehr lustig. Das ist auf meinem Bildchen anders. Echt? Wo hast du dein Bildchen her? Da können wir mal Karten auf den Tisch legen und unsere Quellen wieder mal wieder offenlegen. Unsere Quellen und Interessenkonflikte. Ich habe mein Bildchen aus der Anästhesiologie oder die Anästhesiologie vom Springer Verlag. Wo ist denn dein Bildchen? Ich habe es nicht in unser Dokument sozusagen mit unter anderem dem Professor Zisler als Herausgeber. Hier spüre ich den Interessenkonflikt. Ja. Nee, ich habe den Tonner und Hein hier. Das ist hier mein Lieblings- habe ich auch aufgeschlagen. Das ist mein Lieblingsbuch hierzu. Ja, kurz und bündig. Pharmakotherapie in Anästhesie und Intensivmedizin. Also, ich habe jetzt nachgelesen, dass der GABA-A-Rezeptor aus 5 Untereinheiten besteht. Ist ein Glykoprotein. Und insgesamt in der Forschung und Literatur gibt es anscheinend einen ganzen Haufen an Untereinheiten, die da drin vorkommen können. Alles von Alpha 1 bis 6 über Beta 1 bis 3 und Delta und Epsilon und Theta und habt ihr nicht gesehen? Also jede Menge Untereinheiten, aus denen der theoretisch zusammengefasst sein kann. Und die meisten dieser GABA-A-Rezeptoren sind aber Alpha, Beta oder Gamma-Einheiten, Untereinheiten bestehend sozusagen. Und in der Mitte dieses aus 5 Untereinheiten, also Pentamers, hat man einen Ionenkanal. Und wenn man diesen Ionenkanal aufmacht, dann strömen da eben Chloridionen ein. Und die Benzodiazepine sorgen dafür, dass dieser GABA-A-Rezeptor also häufiger sich öffnet und häufiger Chloridionen einströmen können. Und das ist zum Beispiel anders als bei Barbituraten. Die führen wohl dazu, dass sich dieser Rezeptor länger öffnet, während die Benzodiazepine also dazu führen, dass er sich häufiger öffnet. Naja, und dann hat man eine postsynaptische Hyperpolarisation mit dieser Hemmung der neuronalen Aktivität, die Ralf gerade beschrieben hat. Was ich noch einen interessanten Fun-Fact finde, ist, dass es für diesen Rezeptorkomplex eigentlich keinen physiologischen Agonisten gibt. Und dann ist die philosophische Frage, warum es dann überhaupt da einen Rezeptor gibt, für den es keine endogene Substanz gibt, die in dieses Schlüsselloch passt. Zumindest was hier in dem Buch dann noch mit drin steht. Also andere Autoren sind der Meinung, okay, die sozusagen dir insofern zustimmen, dass die natürliche Bedeutung der Rezeptoren bisher weitestgehend unklar ist, aber wahrscheinlich eine Modulation durch körpereigene Liganden stattfindet, die dann auch die GABA-vermittelte Erregungsübertragung in irgendeiner Weise beeinflussen. Who knew? Alle GABA-A-Rezeptoren haben Benzodiazepin-Rezeptoren. Von denen wir inzwischen auch wissen, dass sie in unterschiedlicher Dichte in unterschiedlichen Körpergeweben angeordnet sind. Also höchste Dichte im Groß- und Kleinhirn, dann absteigend limbisches System, Hypothalamus, Rückenmark und irgendwann peripheres Gewebe. Also das heißt, theoretisch, wenn man es irgendwie subkutan geben würde, müsste vielleicht auch irgendwas passieren. Nicht irgendwie viel, aber vielleicht irgendwas. Schläft dir der Arm ein, ne? Und wir machen die Regionalanästhesie. Das ist ja komplett bescheuert. Du kannst einfach die regionalen GABA-Rezeptoren. Einfach ein bisschen Benzos und gut ist. Bierblock mit Benzos.
Ja, Creme. Dann halt trotzdem auch noch weh, ne? Aber ist doch eingeschlafen. Aber ist dir egal? Ist dir egal, dass es weh tut? Ich würde vorschlagen, dass wir als nächstes uns um die Pharmakokinetik kümmern und über die dedizierte Wirkung und die Wirkungsweise dann nachher mit der Pharmakodynamik nochmal abhandeln. Was haltet ihr davon? Mhm. Ja, sehr gern. Dann hat wie immer den Vortritt Latme Ralf. Ja, nee, in dem Fall jetzt Clemens, weil wir heute alles andersrum machen. Der darf jetzt mit L anfangen. Ja, Ingmar, auf jeden Fall. Also die Pharmakokinetik ist ja unser liebstes Thema. Und nur um alle unsere neuen Hörer einmal abzuholen und Hörerinnen, die Pharmakokinetik ist ja das, also die Wissenschaft in der Pharmakologie, die beschreibt, wie ein Pharmakon vom Körper aufgenommen wird, verteilt wird, metabolisiert und ausgeschieden wird. Und da haben wir den schönen Begriff Latme ja schon in den letzten Folgen hier vorgestellt. Und deswegen heißt sie auch Latme Ralf, weil das natürlich eigentlich Ralfs Steckenpferd ist. Aber heute darf ich mal anfangen mit L für Liberation. Und L ist das letzten Endes, wie kann man das Pharmakon also freisetzen und anwenden. Und bei Benzodiazepinen ist es so, dass die eine ganze Reihe an Mechanismen haben, wie man die in den Körper reinbekommen kann. Angefangen von natürlich der oralen Applikation. Benzodiazepine werden ja schon seit längerer Zeit als schlafanstoßende Mittel verwendet. Irgendwie 4% der Bevölkerung nimmt die wohl häufiger, als es gut wäre. Und 0,4% sogar dauerhaft. Also das scheint ein großes Feld zu sein. Und viele Leute sind davon auch leider dann langfristig abhängig irgendwann. Also orale Anwendung für den Heimgebrauch sozusagen oder auch für die Prämedikation, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Dann kann man das rektal anwenden. Rektal kennt man ja zum Beispiel aus dem Rettungsdienst bei kleinen Kindern oder auch für Narkoseeinleitungen, insbesondere bei Kindern. Gibt es verschiedene Formulierungen, wie man das benutzen kann und also verschiedene Medikamente, die Benzodiazepine sind, die man rektal anwenden kann. Dann kann man das Ganze natürlich intravenös geben, sozusagen ja der Goldstandard, wenn man so möchte, für die Narkoseeinleitung. Intramuskulär ist auch möglich, wobei wir da in unserem Pad hier stehen haben, dass Diazepam auch auskristallisieren kann und Schmerzen bereitet. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht die Anwendung, die man jetzt bevorzugen würde. Sublingual gibt es das Ganze noch und nasal ist ja auch in den letzten Jahren sehr viel populärer geworden. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Das kann, also es funktioniert gut, es wird auch gut aufgenommen, aber es kann ziemlich brennen. Das heißt, brennt höllisch sozusagen. Brennt an den Patienten. Genau, wird ja dann ich habe es noch nicht ausprobiert. Es wird ja häufig dann irgendwie noch mit Ketamin für die Einleitung von der Notfallnarkose irgendwie bei, also wenn es wirklich nicht anders geht bei Kindern oder sowas und wenn man das kombiniert, würde ich dringend empfehlen, das Ketamin zuerst zu geben und dann das Benzo, das Midazolam zum Beispiel über die Nase danach zu geben, weil es tut einfach tierisch weh. Und man muss aufpassen, wenn man halt eine relevante Menge von dem Midazolam geben möchte, braucht man eben eine hochkonzentrierte Lösung. Und wenn, da gibt es Formulierungen irgendwie, dass 15 Milligramm in einer 3 Milliliter Ampulle drin sind. Das funktioniert dann, aber wenn man irgendwie da ja größere Volumina nimmt, die Nasenschleimhaut einfach nicht auf. Irgendwann ist diese Nase einfach voll und man braucht ja noch die zweite Komponente irgendwie, wenn man was gegen Schmerzen machen möchte. Also man sieht, man kann diese Medikamentengruppe auf ganz verschiedene Art und Weise anwenden, im Prinzip auf jegliche erdenkbare Art und Weise, die man sich so vorstellen kann. Und das hat sicherlich auch zu dem Siegeszug der Benzodiazepine in unserem Fachgebiet und auch darüber hinaus Psychiatrie, Neurologie und so weiter beigetragen. Ralf, als nächstes möchten wir die Absorption abhandeln. Ich muss noch ganz kurz was zur Liberation sagen. Ich finde es schön, dass man mal mehr dazu sagen kann, außer es wird IV gegeben, so wie beim Propofol zum Beispiel. Genau. Mhm. Aber dann kommen wir zum zweiten Buchstaben des Latmes-Schemas. A für Absorption beschreibt im Prinzip die Geschwindigkeit und Konzentration, in der ein Pharmakon im systemischen Kreislauf erscheint. Das heißt, wir hatten es schon mehrmals gesagt beim letzten Mal, wenn man es IV gibt, ist es im Prinzip sofort da. Aber für alle Versionen, die nicht IV sind, spielt das eine große Rolle.
Und da sind zwei Mechanismen besonders wichtig. Einmal Bioverfügbarkeit, beziehungsweise diese ist wieder von zwei Mechanismen abhängig. Das ist der First-Pass-Effekt und die Fähigkeit zur Passage von Membranen. First-Pass-Effekt meint sozusagen, wenn wir irgendeine Form von Benzodiazepin oral zu uns nehmen, wie viel ist dann sozusagen nach Durchgang einmal durch den enterohepatischen Kreislauf durch die Leber noch im Blut da? Der First-Pass-Effekt ist hoch, denn Midazolam zum Beispiel würde nur zu 50% dann im systemischen Kreislauf erscheinen. Und der nächste Teil, sozusagen Fähigkeit zur Passage von Membranen, beschreibt sozusagen Lipophilie oder Hydrophilie oder amphiphile Stoffe wie zum Beispiel Lokalanästhetika. Midazolam, Diazepam werden nach einer Perausgabe schnell resorbiert, zwar trotzdem mit einem hohen First-Pass-Effekt, aber sind sozusagen schnell im Kreislauf vorhanden, weil sie eben gut Membranen passieren können, weil sie sehr lipophil sind und sind dann mit ihrem höchsten Plasmaspiegel innerhalb von einer Stunde wohl systemisch vorhanden. Clonazepam und Oxazepam werden wohl enteral deutlich langsamer resorbiert und sind erst nach einigen Stunden in ihrem Höchstspiegel vorhanden. Am Beispiel von Midazolam gibt es noch eine kleine Besonderheit, denn das können wir sozusagen per OS als auch IV geben, wie auch manche andere, aber das ist in unterschiedlichen Strukturen, in unterschiedlichen Formen vorhanden. Wenn wir es in der Lösung, in der es ist, hat es von einem pH von unter 4 und dann ist die eine Ringstruktur offen und es ist damit sehr gut wasserlöslich. So dass wir es sozusagen in einem hydrophilen Medium geben können. Wenn wir es dann aber spritzen und es dann den Blut-pH annimmt, dann schließt sich dieser Ring, es ist dann sehr lipophil und kann damit dann zum Beispiel auch super ins ZNS übertreten. Fand ich eine ganz interessante praktischer Trick der Chemie, dass das so funktioniert. Das wäre es von mir zu A. Die Distribution, also der dritte Buchstabe des Lattenschemas, ich sage das immer wieder ganz gern, da gibt es dann für den dritten Buchstaben auch drei Begriffe, die da eine Rolle spielen. Die sind, je mehr Medikamente ich mir angucke, desto theoretischer wirken die teilweise bis auf die Plasmaproteinbindung. Das ist der erste Teil. Die ist wie in fast allen unseren Medikamenten, die wir bisher vorgestellt haben, die irgendwie hypnotisch wirken, relativ hoch. Es wird in manchen Büchern 70-99% beschrieben und in anderen Büchern steht dann zum Beispiel Midazolam und Diazepam 95-99% und Lorazepam mit etwas weniger 80-93%, aber unterm Strich trotzdem hoch. Wir erinnern uns, dass nur der freie, ungebundene Teil wirksam ist nach dieser Free-Drug-Hypothese und man sagt, die Konzentration im Liquor ist in etwa so hoch wie die Konzentration der freien Substanz im Plasma. Nächster Begriff ist das Verteilungsvolumen. Das meint die Menge des Pharmakons durch die Plasmakonzentration des Pharmakons und beschreibt die Verteilung des Pharmakons zwischen Plasma und Gewebe. Das ist wie bei allen lipophilen Substanzen tendenziell eher hoch und ist eine fiktive Größe. Das muss man sich immer dazu merken und wird für Midazolam voll bis 0,7 bis 1,2 Liter pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Diazepam ist es im Prinzip ähnlich, da reichen die Angaben von 0,7 bis 1,7 Liter und Spitzenreiter scheint hier das Flunitrazepam, also oder Rohypnol zu sein mit 3,8 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Also extrem großes Verteilungsvolumen und dann der Verteilungskoeffizient ist der Quotient aus Pharmakon im organischen Lösungsmittel durch Pharmakon im Wasser. Also einfach nur ein Maß für Polarität oder Hydrophilie eines Stoffes. Ein hoher Verteilungskoeffizient meint einen sehr hydrophoben Stoff und ist meistens ein Wert, zu dem man überhaupt gar keine Angaben findet, außer dass er einer der pharmakologischen Werte ist. Ich habe seltenst da wirklich weiterführende Angaben für einzelne Stoffe gefunden. In nicht ionisierter Form haben alle Benzodiazepine einen hohen Lipid-Wasser-Verteilungskoeffizient. Also einen großen Verteilungskoeffizient, weil sie eben sehr lipophil sind. Wollen wir noch mal was dazu sagen, was jetzt das bedeutet praktisch? Verteilungsvolumen zum Beispiel? Oder Plasmaproteinbindung? Also Plasmaproteinbindung zum Beispiel wäre ja schnell gesagt, wenn du Leute hast, die Leberzirrhotiker sind oder so.
Ich habe es jetzt nicht nochmal erwähnt, dass sozusagen ein niedriges Plasma-Eiweiß dann dazu führt, dass die Wirkverstärkung, weil ich das habe, das haben wir jetzt so häufig gesagt. Ja, aber ich glaube, wir haben ja schon jedes Mal dann hoffentlich auch nochmal neue Hörer dabei. Ja klar, die können alle Folgen hören, aber ich meine, dass du nur so einen Halbsatz sagst, warum ist es denn jetzt überhaupt wichtig, das Verteilungsvolumen, die Plasmaproteinbildung und diesen komischen Koeffizienten überhaupt zu kennen? Ja, die sind letztendlich, also das Einzige, was wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass die Plasmaproteinbindung und das Verteilungsvolumen erklärt sich darüber, dass es, also wenn wir wissen, dass es lipophil ist, dann wissen wir schon, dass sich das gut im Fettgewebe anreicht. Also praktisch gesehen finde ich das vollkommen unnütze. Absolut, das sehe ich auch so, aber dann sag doch das, was irgendwie klinische Halbrelevanz hat, irgendwie in einem Halbsatz noch dazu, oder? Ich finde, sonst ist das immer nur, also das machen wir ja leider in jeder Folge, weil es ein Aufzählen von Werten, ja, meinst du? Genau, richtig. Also man kann ja sagen, okay, cool, jetzt haben wir Verteilungsvolumen den Scheiß besprochen, warum ist das wichtig? Jungs, in der Praxis so, wenn ihr mal einen Leberzirrhotiker seht, dann haut da nicht 25 Dormicum rein. Ja, wobei also der hat noch andere Gründe, warum dem das mit den Benzos anders funktioniert. Das liegt nicht. Genau. Also, aber einer der Gründe, warum es nicht so eine gute Idee ist, ist, weil Plasmaproteinbindung oder so. Das lassen wir genauso drin. Jungs, wenn ihr mal einen seht da draußen, der schon so richtig von außen eine knotige Leber hat, dann da schön nicht so viel Benzos. Schön gelb. Schön gelb. Das kristallisiert alles in der Leber aus. Ja, ich glaube auch, dass das Wissen um diese expliziten Zahlen gar nicht so wichtig ist, sondern irgendwie man muss, glaube ich, wissen, ja, so eine Größenordnung, ist es jetzt eher lipophil oder ist es eher hydrophil und hat es eine hohe, eine mittlere oder eine niedrige Plasmaproteinbindung? In welche Kategorie baut man das da ein? Ob das jetzt 95% oder 93% sind, ist völlig egal, denke ich. Ja, kommt aber auch, das ist die Quintessenz, was man davon mitnehmen kann. Benzodiazepine sind lipophile Medikamente, kommen deswegen gut und schnell im ZNS an, wo sie den Hauptteil ihrer Wirkung verrichten und werden gut an Plasmaproteine gebunden, wo man halt dann entsprechend berücksichtigen muss, wenn irgendwo eine Hypoproteinämie, welcher Ursache auch immer vorliegt, sei es Alter oder Proteinbildungsstörungen, dass man das dann auf die Wirkstärke mit einbrechen muss. Gut. Im nächsten Buchstaben, M, geht es um Metabolisierung und die Biotransformation. Das ist auch wie immer in zwei Stoffwechselschritten, eine Phase 1 und eine Phase 2 Reaktion. Vielleicht verweisen wir einfach auf unsere Pharmakokinetik-Folge, die wir mal gemacht haben, wo wir da ein bisschen näher drauf eingehen. Aber Phase 1 Reaktion ist wieder ist wie immer eine Cytochrom P450 abhängige Reaktion, eine Demethylierung und Dealkylierung und eine Hydroxylierung. Und in der Phase 2 Reaktion wird das Ganze dann mit Glucuronsäure konjugiert. Die Phase 1 führt halt dazu, dass zum Beispiel aktive Metabolite gebildet werden, was, glaube ich, auch eine der Key Messages hier ist, denn dass vor allem aus Diazepam, Clorazepam und anderen Substanzen, die dann nicht weiter genannt werden, aktiver Metabolit N-Desmethyldiazepam entsteht und der hat halt eine Halbwertszeit von bis zu 100 Stunden. Und das ist einfach ein riesiges Problem, oder das ist eigentlich mit das Hauptproblem, was diese Halbwertszeiten angeht, dass es gar nicht unbedingt um den Urstoff geht, sondern um das, was draus wird, wenn was draus wird, und das wird dann in der Phase 1 Reaktion draus passieren, und deswegen sind Medikamente, die die Phase 1 Reaktion überspringen und direkt nur die Phase 2 Reaktion machen, in der Stelle ganz praktisch. Ich hatte irgendwo auch noch eins aufgeschrieben, welches es macht. Ah ja, hier, Beispiel, Lorazepam, Tavor, da oben steht's. Also der sozusagen dem Leberzirrhotiker, der eine total eingeschränkte Leberfunktion hat und nicht mehr gut was metabolisieren kann, dem dürften da sozusagen in Anführungsstrichen großzügig dann das Tavor geben. Wenn wir ihm was geben müssen, dann Tavor, weil es eben die Phase 1 Reaktion überspringt. Ha, das wieder was gelernt, Dinge, die ich mit nach Hause nehme. Jeder Zirrhotiker kriegt einfach zur Hausmedikation direkt eine Tavor. Nicht. Nee. Dann keine Probleme mehr. Dann ist alles gut. Ja, ich meine, dann haben wir, hat Metabolismus irgendwann direkt auch schon den M-Teil abgefrühstückt. Bleibt noch Eliminations-Anni.
Ja, ich, Annie. Wir müssen Eliminations-Annie draus machen. Annie mit E. Ja, du hattest da ja nochmal da was zur Clearance geschrieben. Soll ich das einfach nochmal erzählen, was die Clearance bedeutet, oder? Ich finde, das ist immer so ein, zum Einhämmern so gut, dass man es noch einmal erwähnt, wenn man es so als Einsatz machen kann, was es ist. Weil ganz ehrlich, ich würde sagen, 60% aller Mediziner, wenn du, außer vielleicht die Nephrologen, wenn du sagst, kannst du mal kurz die Definition der Clearance sagen, werden die ja sagen, also wie das aus dem Körper jetzt rauskommt. Okay, also bleibt im Latmes-Schema jetzt noch die Elimination oder Exkretion und wir erinnern uns auch rückblickend an die Pharmakokinetik-Folge, dass die Clearance eines Stoffes das fiktive Plasmavolumen ist, das innerhalb einer bestimmten Zeit vollständig von einer Substanz geklärt wird. Und Ingmar hat das ja gerade schon gesagt, dass in der Phase-2-Reaktion die Metabolite glucuronidiert werden in der Leber und dadurch wasserlöslich gemacht werden und können so dann gut und auch rasch in der Niere ausgeschieden werden oder über die Niere ausgeschieden werden. Genau. Auch hier ist wahrscheinlich genau das Gleiche wie bei leberinsuffizienten Patienten, niereninsuffizienten Patienten, weil die aktive Metabolite werden ja auch über die Niere ausgeschieden. Das heißt, auch bei niereninsuffizienten Patienten sollten wir mit der Dosis, die wir denen geben, ein bisschen aufpassen. Das ist vielleicht auch der Punkt, wo man nochmal über Eliminationshalbwertszeiten spricht, also wie schnell der Körper die Substanzen wieder los wird, weil da sich die Substanzen ganz erheblich unterscheiden können. Midazolam wird hier angegeben mit 1,5 bis 2,5 Stunden und bei Kindern deutlich schneller. Diazepam mit 20 bis 40 Stunden hat eine deutlich längere Eliminationshalbwertszeit und Lorazepam so als weiterer Klassiker ist irgendwo Mittelfeld mit 12 bis 18 Stunden und wie gesagt Kinder immer eine Nummer schneller. Die werden das schneller. Ich muss leider zu der Elimination bei Niereninsuffizienten nochmal kurz reingrätschen. Ich glaube, das kann man nicht zwingend ganz so stehen lassen. Zumindest von dem, was meine Bücher mir sagen. Und zwar ist die Elimination bei der Niereninsuffizienz ist dann natürlich verlangsamt, aber diese glucuronidierten Komplexe, also das, was dann wasserlöslich ist und von der Niere ausgeschieden werden kann, die sind ja pharmakologisch unwirksam. Das heißt, es sollte eigentlich, also ich würde trotzdem jetzt nicht dem Hardcore-Niereninsuffizienten da Unmengen reinprügeln, aber eigentlich von dem, was meine Bücher mir sagen und so wie ich es verstehe, ist es egaler, weil unwirksame Stoffe langsam ausgeschritten werden. Ja. Ich habe irgendwo da was zu gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Aber ja, also ich glaube, das ist auch nicht ganz falsch, dass man bei Organinsuffizienzen ein bisschen aufpasst. Das schadet nie. Das ist vielleicht auch mal eine Quelle, die wir nennen können. Wenn man sich überlegen möchte, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich das richtige Suffix da noch finde. Arzneimittelanwendung und Sicherheit, Dosierung bei Nieren und Insuffizienz ist ein Klassiker, kennt vielleicht ganz viele, aber für die, die es nicht kennen, ist es so eine augenöffnende Webseite, die mit einem Design vielleicht nicht von 2021, aber der Inhalt macht es ja aus. Dosing.de, da ist eine Seite der Nephrologie aus Heidelberg, von der Uni. Und da steht bis in die kleinsten Details, wie man Dosisanpassungen bei Organinsuffizienzen, also bei Niereninsuffizienz vor allem, macht. Ah, stimmt gar nicht, ist gar nicht von den Nephrologen, sondern es ist aus der klinischen Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie aus Heidelberg. Aber das finde ich eine super coole Seite. Einfach, dass man mal da das erwähnt hat. Ich glaube, wir stehen im Allgemeinen gerne mal unsicher. Medikamentenmanagement bei Hitzewellen. Das klingt interessant. Ja, das ist eine super coole Seite. Die ist hässlich, aber ein Füllhorn voller Füllhörner. Willst du einmal die Pharmakokinetik nochmal zusammenfassen, bevor wir in die Pharmakodynamik wechseln? Ja, warum nicht? Kurz zusammengefasst, wir können Benzodiazepine auf viele Weisen unseren Patienten und Patientinnen geben. Viele Applikationswege. Sie haben einen hohen First-Pass-Effekt bei oraler Gabe, sind im Allgemeinen alle sehr lipophil, sodass sie sozusagen gut die Blut-Hirn-Schranke penetrieren können, haben in der Distribution jeweils ein hohes Verteilungslumen, was
mit ihrer Lipophilie zusammenhängt, werden wie viel der Hypnotika zum Großteil an Plasmaproteine gebunden, Zahlen zwischen 70% und 99%. Zu merken ist da einfach immer, dass nur die freien Anteile Wirkung zeigen, sodass, wenn irgendein Patient oder eine Patientin eine Hypoproteinämie in irgendeiner Weise hat, dementsprechend mehr wirkender Stoff frei ist, und werden hauptsächlich in der Leber mit Phase 1 und Phase 2 Reaktion metabolisiert, wobei die Phase 1 Reaktion teilweise Metabolite entstehen lässt, die extrem hohe Halbwertszeiten haben. Und es gibt ein Medikament, das Lorazepam oder auch Tavor, was die Phase 1 Reaktion überspringt und direkt eine Phase 2 Reaktion macht und davon dann unbeeinflusst ist, beziehungsweise auch wenig beeinflusst sein sollte, wenn die Metabolisierungsleistung der Leber durch irgendwelche Grunderkrankungen eingeschränkt ist, und dass die dann die glucuronidierten Stoffe durch die Niere ausgeschieden werden, was aber wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle spielt, was Halbwertszeiten angeht, da die wiederum alle nicht mehr pharmakologisch aktiv sind und keine Wirkung mehr haben. Vielen Dank. Und dann machen wir quasi weiter mit der Pharmakodynamik. Wir erinnern uns, die Pharmakodynamik ist die Lehre über die Wirkung von Arzneimitteln im Organismus. Und Clemens und Ralf hatten am Anfang der Folge ja schon ganz schön erklärt, dass, also wie die GABA-Rezeptoren aufgebaut sind und dass Benzodiazepine eben allosterische Modulatoren an GABA-A-Rezeptoren sind und da an der Alpha-Untereinheit vor allem. Und dass eben die Modulation durch die Benzodiazepine die Affinität des inhibitorisch wirkenden Neurotransmitters GABA am Rezeptor erhöht und es zu einer Zunahme der Öffnungswahrscheinlichkeit des Chloridkanals kommt. Das heißt, es strömen Chloridionen in die Zelle ein und es kommt zu einer Veränderung des Membranpotenzials, zu einer Hyperpolarisation und damit eben zu einer Abnahme der Erregbarkeit der Neuromembran. Und wichtig ist, dass Benzodiazepine reine Modulatoren sind. Das heißt, sie wirken eben nur im Zusammenspiel mit GABA. Das heißt, wenn kein GABA da ist, dann bringt auch das Benzo nicht wirklich irgendwas. Und ganz interessant fand ich, dass eben auch die stärkere Wirkung vor allem an den Synapsen zu beobachten ist, die wenig GABA enthalten, als eben an den Synapsen, die viel GABA enthalten. Und Benzodiazepine führen eben dazu einfach zu einer Herabsetzung der GABA-Dosis, die zur Maximalwirkung führt. Das heißt, sie verstärken eben nicht die Maximalwirkung, sondern einfach nur, dass man braucht weniger GABA, um die Maximalwirkung zu erreichen. Pharmakologisch ausgedrückt haben wir also eine Linksverschiebung der Dosis-Wirkungskurve. Und was wir auch beobachten bei Benzodiazepinen, wenn wir uns an die Pharmakodynamikfolge erinnern, ist ein sogenannter Ceiling-Effekt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt beobachten wir eben diesen Sättigungseffekt, dass eine Steigerung der Dosis eben nicht mehr zu einer Steigerung der Maximalwirkung führen kann. Da könnte man noch erwähnen, dass viele andere Medikamente auch am GABA-A-Rezeptor ihre Wirkung entfalten, unter anderem zum Beispiel auch Alkohol. Ah ja. Wie bitte? Unter anderem Alkohol zum Beispiel. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum man zum Beispiel eine Entzugssymptomatik Benzodiazepine verschreiben kann, um die abzumildern, weil, also ganz grob gesagt, weil eben das Benzodiazepin eben dazu führt, dass die GABA-A-Rezeptoren dann nicht mehr so beeinflussbar sind durch den Alkohol eben. Also um es ganz, ganz grob zusammenzufassen. Aber das kann man sich quasi so im Hinterkopf mitbehalten, dass eben ganz, ganz viele Medikamente und Stoffe am GABA-A-Rezeptor wirken und deswegen eben auch beeinflussbar sind durch Benzogabe. Um nochmal eine Brücke zu schlagen zu Anis Aussage, dass die GABA-Dosis, die man, oder dass das die Benzodiazepine die GABA-Dosis für eine Maximalwirkung verringern und damit diese Linksverschiebung der Dosis-Wirkungskurve zu machen, will ich nochmal eine Brücke schlagen zu unserer Pharmakodynamik-Folge. Da diese Dosis-Wirkungsgraphen oder Beziehungen werden immer dargestellt sozusagen mit einer so einem sinusoidalen Verlauf auf einem Koordinatensystem, wo die Y-Achse den maximalen Effekt bis 100% zeigt und die X-Achse die Dosis aber in logarithmischer Darstellung.
Und dann ist dieser sigmoidale Verlauf, so wie wir ihn auch von der Sauerstoffbindungskurve kennen, und die wird dann einfach nach links geschoben. Das heißt, dass bei einer deutlich geringeren Dosis dann der Maximaleffekt eintritt, der aber auch eben nicht erhöht werden kann. Vielleicht nochmal, um dieses Bild so ein bisschen wieder gedanklich vor Augen zu rufen. Hat das jetzt was gebracht oder habe ich jetzt eigentlich nicht viel Neues gesagt? Okay, wir steigen über diese Pharmakodynamik jetzt in die Wirkungen und Nebenwirkungen und Wechselwirkungen ein. Und nochmal auffrischend, die Benzodiazepine sind anxiolytisch, antikonvulsiv, muskelrelaxierend, sedativ, hypnotisch und amnestisch. Das heißt auch, sie sind stimmungsaufhellend, euphorisierend. Und jetzt wollen wir uns in den nächsten paar Minuten über die, ja, die einzelnen Systeme, Organsysteme so ein bisschen durchhangeln, was für Effekte die Substanzen da mitbringen. Angefangen beim ZNS. Genau. Die Wirkung an sich hat ja Ingmar gerade schon gesagt, aber wichtig ist eigentlich, dass es eine aktivitätsabhängige Wirkung ist, dass quasi bei einer Rezeptorenbesetzung von etwa 20% Benzodiazepine hauptsächlich eine anxiolytische Wirkung haben. Bei 30-50% Rezeptorenbesetzung haben wir eben eine sedierende Wirkung hauptsächlich und bei einer Rezeptorenbesetzung von über 60% kommt es zu einer Bewusstlosigkeit. Genau, und weiterhin verändern sie auch den zerebralen Metabolismus. Wir können den zurück abmindern sozusagen und reduzieren auch proportional den zerebralen Blutfluss. Das machen sie nicht so gut, also diese neuroprotektiven Eigenschaften sind nicht so ausgeprägt wie bei anderen Stoffen, also wie bei Propofol oder bei Barbituraten, aber ja, es ist messbar sozusagen. Man schafft auch keinen Nulllinien-EEG mit Benzodiazepinen, so wie zum Beispiel bei einer Burst Suppression, was wir in den anderen Folgen schon beschrieben hatten. Und gleichzeitig kann man eben diese antikonvulsiven Eigenschaften jetzt noch aufs ZNS beschreiben. Da gibt es ja verschiedene Hinweise, welche Stoffe da am besten geeignet sind. In manchen Texten wird zum Beispiel Lorazepam genannt oder auch Clonazepam. Lorazepam sagt zum Beispiel der Tonner jetzt als Quelle, sei aufgrund der geringer ausgeprägten Atemdepressionen am besten geeignet. Aber es gibt da auch andere Quellen, die zum Beispiel Clonazepam, also Rivotril, bevorzugen. Solche Sachen wie Midazolam sind zwar auch in irgendeiner Form empfohlen, aber nicht unbedingt als die First-First-Line, wenn man so möchte. Ich glaube, das ist so ein Angebot und Nachfrage-Ding, dass wir Midazolam präklinisch häufig einsetzen müssen, weil wir einfach eingeschränkt sind in der Verfügbarkeit der anderen Benzodiazepine. Und wenn wir dann in den Koffer greifen und da ist eben nur Midazolam als Benzodiazepin drin, dann nehmen wir das zum Durchbrechen des Krampfs. Aber sobald wir irgendwie Zugriff auf Clonazepam oder Lorazepam haben, dann nehmen wir lieber das. Ich könnte mir vorstellen, ein weiterer Faktor, der da eine Rolle spielt, ist auch, dass wahrscheinlich die meisten in der Anästhesiologie tätigen Ärzte und Ärztinnen mit Midazolam vom Handling mehr Erfahrung haben, als jetzt zum Beispiel mit Rivotril. Auch wenn das jetzt nicht besonders schwierig ist und auch nicht besonders andersrum, aber manchmal neigt man ja dazu, das zu benutzen, was man gut kennt. Plus eben das, was du gesagt hast. Wofür man die Benzos auch noch benutzen kann, ist zur Langzeitsedierung auf der Intensivstation. Das machen wir auch bei uns, zum Beispiel mit Midazolam. Man kann auch Lorazepam benutzen. Was zum Beispiel nicht empfohlen ist, ist Diazepam, weil das einfach einen steilen Anstieg der kontextsensitiven Halbwertszeit bedingt, wenn man das über längere Zeit benutzt. Man muss dabei wissen, dass die Benzodiazepine mit einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit an einem Delir zu leiden einhergehen. Also die sind potenziell delirogen, aber können eben langfristig benutzt werden, um Intensivpatienten zu sedieren, sofern das denn indiziert und notwendig ist. Wäre, glaube ich, jetzt auch nicht die erste Wahl, wenn man ein sedierendes Medikament auf Intensiv sucht, sondern einfach manchmal genau, dann in den Situationen, wo man noch einfach mehr braucht, in Anführungsstrichen. Aber es gibt auch Intensivstationen und Abteilungen, wo Benzodiazepine einen sehr bösen Nebenton haben. Gerade eben wegen dieser extrem langen Halbwertszeiten durch die aktiven Metabolite.
Und auch, weil Benzodiazepine eine Toleranz letzten Endes bedingen und man braucht nach längerer Zufuhr einfach auch höhere Dosierungen, um den gleichen Effekt zu erreichen. Das ist ja entsprechende Tachyphylaxie zum Beispiel, wie bei anderen Mitteln auch. Aber wenn man das jetzt abrupt absetzt, kann das natürlich auch zu Entzugssymptomatiken, Angstzuständen, Psychosen und so weiter führen. Und eben auch Delir. Genau, als nächstes wollen wir uns so ein bisschen durch die einzelnen Organsysteme weiter vorhangeln. Ich glaube, Ingmar wollte noch was zum kardiovaskulären System sagen. Die Benzodiazepine haben eigentlich einen ganz guten Ruf, was das kardiovaskuläre Risiko- oder Nebenwirkungsprofil angeht. Auch da ist es wieder dosisabhängig, dass je höher man das dosiert, desto stärker auch da die Effekte sind. Aber grundsätzlich ist der Ruf, der ihnen voraussagt, erstmal gar nicht schlecht. Aber es kommt auch wieder zu einer direkten Vasodilatation und einer Reduktion des Schlagvolumens. Es gibt einen Verlust des Gefäßtonus, des systemischen vaskulären Widerstandes und damit am Ende eben auch einen Blutdruckabfall. Das machen die auch. Größenordnung 5-10% steht hier manchmal in der Literatur drin. Das wird dann meistens in der Narkose eben noch addiert zu den Effekten, die die Opioide machen. Und dann, ja, lohnt sich das am Ende dann doch noch. Der Barorezeptorreflex steht im Tonner on Time, bleibt dabei erhalten und wird erst in höheren Dosierungen ausgeschaltet und führt dann eben dann zu weiteren Abfällen des Blutdrucks. Das, was Ingmar über die kardiovaskulären Nebenwirkungen gesagt hat, ist grundsätzlich auch auf die Nebenwirkungen auf das respiratorische System zu verstehen, aber da gibt es eine ganze Menge Arbeit. Abers. Wenn der Patient gesund ist, keine Risikofaktoren hat, dann beeinflussen die Benzodiazepine in hypnotischer Wirkung die Spontanatmung kaum. Was sie aber machen, ist, sie erhöhen die Hypoxietoleranz und lassen diesen CO2-abhängigen Atemabtrieb weitestgehend unbeeinflusst. Für alle gesunden Patienten ist das kein Problem, aber Patienten mit einer chronisch obstruktiven Ventilationsstörung, die eine Hyperkapnietoleranz mit sich bringt häufig und wo dann teilweise sozusagen schon der Atemantrieb über die Hypoxie geholt wird und dann natürlich eine Hypoxietoleranz durch ein Medikament erzeugt wird, kann das natürlich in dieser Kombination oder wenn gar noch weitere sedierende Substanzen zugefügt werden, sei es jetzt irgendwelche Opiate, Hypnotika, Alkohol, da kann dann unter der Benzodiazepineinnahme eine beatmungspflichtige Ventilationsstörungen in irgendeiner Weise auftreten. Und ein weiteres Problem ist noch, wenn eine Muskeltonusverminderung vorliegt, zum Beispiel bei starken Schnarchern, die durch einen im Schlaf schlaffen Muskeltonus der Rachen-Halsmuskulatur zum Schnarchen neigen, kann natürlich diese zentral relaxierende Komponente der Benzodiazepine dazu führen, dass längere Apnoe-Phasen entstehen, die natürlich dann zu einer potenziellen Hypoxämie führen könnten. Laut dem Tonner ist es dann noch so, dass die unterschiedlichen Medikamente, also die unterschiedlichen Präparate der Benzodiazepine unterschiedliche Auswirkungen auf eine potenzielle Atemdepression haben. Man sagt ja, ungefähr 20% der Patienten, die man eben mit Benzodiazepinen behandelt, haben zumindest eine kurzdauernde Apnoe, so ähnlich wie bei Barbituraten zum Beispiel auch oder auch bei Propofol. Möglich und am stärksten ausgeprägt ist dieser Effekt wohl beim Midazolam, also beim Dormicum. Und das, was wohl am wenigsten dafür anfällig ist, ist das Lorazepam. Das ist dann auch abhängig vom Präparat, wie lange das anhält oder wie lange das nachweisbar ist, also dass die Atemtätigkeit ein bisschen eingeschränkt ist. Und auch das hängt vom Präparat ab und auch da ist Lorazepam anscheinend das, wo diese Dauer der Atemdepression oder der Beeinträchtigung der Atemarbeit am geringsten ausgeprägt ist. Diese Benzodiazepine werden ja teilweise auch eingesetzt zur Prämedikation in der Narkosevorbereitung. Dieses Thema wollen wir heute ganz bewusst eigentlich nicht aufmachen über das Für und Wider der medikamentösen Prämedikation und insbesondere den Nutzen der Benzodiazepine und ob man das jetzt dem OSAS-Patienten präoperativ gibt oder nicht. Da machen wir nochmal eine gesonderte Reihe Prämedikation dazu und da werden wir das dann explizit behandeln.
Das nur so viel dazu. Als Anästhesisten und Anästhesistinnen interessiert uns ja auch immer noch das Potenzial für PONV. Und da haben wir im Prinzip gute Nachrichten. Benzodiazepine gelten als nicht besonders emetogen. Und ja, meistens sind es eher die Begleitmedikamente, die dann dazu führen. Also Opiate zum Beispiel oder auch inhalative Anästhetika, die ja, zur Übelkeit und Erbrechen führen. Und auch anaphylaktische Reaktionen, anaphylaktisch sind die Benzodiazepine auch anscheinend in den seltensten Fällen. Das ist nichts, was jetzt besonders häufig damit in Zusammenhang steht. Genau. Ich denke, das sind auch die wichtigsten Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen auf irgendwelche Organsysteme. Alles andere scheint relativ vernachlässigbar zu sein. Jetzt haben wir die Pharmakodynamik einigermaßen abgearbeitet. Ich glaube, das ist kein schlechter Zeitpunkt, das Codewort für die CME-Punkte abzuliefern. Wir würden Librium, den ersten Handelsnamen des zuerst synthetisierten Benzodiazepins, nutzen. Dieses Codewort muss man dann auf unserer Homepage ins.umg.eu/podcast auf der Webseite der Episode das entsprechende Formular eintragen und wir leiten dann das Ganze an die Ärztekammer weiter. Was jetzt noch so ein bisschen offen ist, sind ja so noch so ein paar Besonderheiten, das, was wir in den nächsten paar Minuten noch zusammentragen wollen. Der Vollständigkeit halber wollen wir nochmal auf die Wechselwirkungen von Benzodiazepinen mit anderen Medikamenten eingehen. Das ist ja in der Regel auch das, was wir für den Großteil bei anästhesiologischen Arbeiten haben wollen. Und zwar in Kombination mit inhalativen Anästhetika nimmt die MAC um 30-50% ab. Die sedierende Komponente wird von Opiaten verstärkt, also nicht die Schmerzkomponente von Opiaten wird verstärkt, sondern die sedierende Komponente. Ist auch wenig überraschend. Gleiches gilt für die Barbiturate, sie wirkt auch synergistisch, jedoch nicht auf den Anteil, der die Burst Suppression macht. Clemens hatte ja vorher schon erwähnt, dass die nicht auslösbar ist durch eine hohe Dosis von Benzodiazepinen. Gerade in der Notfallmedizin, wenn Ketamin verabreicht wird, gibt man gerne ein bisschen Benzodiazepine dazu, um die anxiolytische Wirkung und auch sicherlich ein Stück weit die antrograde Amnesie sich zunutze zu machen, also Schutz gegen Bad Trips und die Eindrücke, die man von zum Beispiel einem Notfallszenario hat als Patient oder Patientin. In Kombination mit Alkohol, das ist jetzt nicht unbedingt den Synergismus, den wir suchen, aber den muss man einfach wissen, wenn man einen alkoholisierten Patienten hat und dem dann zum Beispiel notärztlich aus irgendeinem Grund im Erregungszustand Benzodiazepine spritzt, dass das dann eben zu einer relevanten Atemdepression führen kann, weil eben auch Alkohol an den GABA-Rezeptoren wirkt. Und was man weiterhin wissen muss, ist, dass der Abbau ja durch Zytochrom P450 Enzyme stattfindet in der Leber oder die Phase 1 Metabolisierung und dass es eben Induktoren und Hämmern dieser Enzyme gibt und dass das dann entsprechend zu einer Verlängerung der Halbwertszeiten beziehungsweise zu einem beschleunigten Abbau führen kann. Also CYP3A4 Hämmer verlängern die Halbwertszeit von Midazolam und Diazepam und zum Beispiel ZYP-Induktoren wie Phenobarbital oder Phenytoin beschleunigen den Abbau. Das heißt, wenn du jemanden überdosiert hast, dann schnell Phenobarbital hinterher, ja? Ja, genau. Oder ein Großbolus Phenytoin. Alles klar. Ich habe mich mal gefragt, ob das für uns verhänglich wird. Wir machen ja gerne so flapsige Sachen und sagen das mal so. Aber andere Leute sagen ja auch in ihren Podcasts so, hey, das ist, ihr müsst bitte ein Fachbuch konsultieren. Und wir machen ja gar keinen Disclaimer, dass die uns nicht wörtlich nehmen sollen, die Menschen. Ich habe einen Disclaimer auf der Homepage aus Sicherheitsgründen. Okay. Ja, aber ansonsten habe ich jetzt große Angst vor unseren Dosierungshinweisen. Okay. Und überlege, ob wir das im nächsten Block überhaupt machen. Aber wir haben es hier mit so vielen unterschiedlichen Substanzen zu tun, mit so vielen unterschiedlichen Zubereitungsformen, dass ich glaube, dass da jeder bei sich selber in seinem Shop gucken muss, was ist verfügbar, in welcher Zubereitung und ja, dann auch einfach nachgucken muss, wie die Dosierung für die Narkoseinduktion, für eine Analgosedierung, fürs Durchbrechen von einem Status, wie das jeweils ja zu nutzen ist.
aktualisiert eure Apps, schlagt das nach und tastet euch ran. Dosis nach Wirkung ist wie immer der Schlüssel zum Erfolg. Eine besondere Situation ist hier noch eine Überschrift in unseren Sendungsvorbereitungsnotizen. Kinder und Schwangere ist der erste Unterpunkt. Dazu hatten wir uns vorgenommen zu sagen, dass Benzodiazepine durch die Plazenta-Schranke passen und dann eben auch im Neugeborenen dementsprechende Effekte haben. Oder auch, wenn die Mutter eben chronisch abhängig ist oder einen chronischen Gebrauch von Benzodiazepinen pflegt, dass es dann eben postnatal auch zu Entzugserscheinungen bei dem Neugeborenen kommen kann. Floppy Infant ist hier auch so ein Stichwort, was ab und zu fällt, sozusagen, genau. Wenn das intoxikiert ist, in Anführungsstrichen, das Kind. Genau. Geht auch in die Muttermilch über. Das ist auch was man da im Hinterkopf behalten sollte, wenn man stillende Mütter mit Benzodiazepinen behandelt oder behandeln muss, dass man da entsprechende Hinweise noch parat hat. Und was ich noch erwähnen wollte, ist so eine paradoxe Reaktion, die auftreten kann, dass man eben versucht, diesen sedierenden Effekt zu erreichen und die Patienten aber dann völlig aufgedreht, überdreht und agitiert werden. Das gibt's häufiger bei älteren Patienten, bei Patienten oder Patientinnen im Senium. Das ist nicht richtig echt vorhersagbar, ist mit einer Inzidenz von ungefähr 1% wird das angegeben, aber in den Nebensätzen steht auch, dass wenn man das mit einer Placebo-Gruppe vergleicht, dass das Auftreten von Agitationszuständen nach Gabe von dem Placebo ungefähr genauso hoch. Das fand ich irgendwie auch so ein Fun-Fact. Mit ungefähr 1%, also von 100 Leuten, denen du Nasal spritzt, kriegt einer davon einen Agitationszustand. Das ist interessant. Das fand ich auch spannend. Ja. Es gibt auch noch andere Fun Fact. Ja, sorry, sag mal dein Fun Fact. Okay, ja, Fun Fact wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil experimentellen Studien, wenn man da sozusagen Benzos dem Muttertier gibt, dass man da auch nachweisen konnte, dass es die fetale neuronale Vernetzung in irgendeiner Weise behindert wird. Also der etwas traurige Fun Fact. Ich muss gleich nochmal auf was ganz Interessantes hinweisen, was mir so beim Durchlesen unseres Skripts hier aufgefallen ist. Haben wir wieder vergessen, GABA A zu erwähnen? Nee. Besser. Ich weiß nicht. Wenn wir ganz bei besonderen Situationen noch sind, würde ich noch ganz kurz was zum Lennox-Gastaut-Syndrom sagen. Wenn ihr wollt. Weil das ist ja lustig. Das ist quasi ein total lustiges Thema. Krampfanfallsleiden ist, wo das Zeug eben eher scheiße ist. Jetzt musst du erstmal Lennox-Gastaut erklären. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass die Benzodiazepine antikonvulsiv wirken und First Line beim akuten Status Epilepticus sind. Nicht, dass es einen nicht akuten gäbe, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ist noch darauf hinzuweisen, dass es ganz seltene genetische Erkrankungen bei Kindern gibt, die bei denen Benzodiazepine eben nicht indiziert sind, weil sie dazu führen können, dass Krampfanfälle ausgelöst werden. Eins davon ist zum Beispiel das Lennox-Gastaut-Syndrom. Das ist ein Syndrom von generalisierten Epilepsien im Kindesalter, was wahrscheinlich eine hohe genetische Disposition hat und aus einem West-Syndrom hervorgehen kann und eben mit verschiedenen, so einem Nebeneinander von verschiedenen Anfallsbildern auftritt. Und häufig eben auch Status Epilepticus, also wo häufig auch ein Status Epilepticus auftritt. Und die Prognose ist eher schlecht, muss man leider sagen, insgesamt. Und Therapieversuche, heißt es zum Beispiel bei Amboss, kann man mit Valproat oder Lamotrigin oder anderen Stoffen machen. Aber eben Benzodiazepine sind da nicht indiziert, weil sie potenziell dazu führen können, dass bei diesen Kindern dann Anfälle provoziert werden. Wie das jetzt genau pharmakologisch abläuft, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist jedenfalls, dass man im Hinterkopf behalten kann, dass Benzos nicht immer die richtige Antwort sind auf Krampfanfälle, wobei man das natürlich im Notfall jetzt nicht wissen kann, aber sollte jemand mal ein Patient über den Weg laufen mit so einem seltenen Syndrom, kann man das ja mal gehört haben. Das wäre eine Frage wert in der Notfallanamnese.
Theoretisch, ja. Wobei es so selten ist, dass wahrscheinlich keiner von uns in die Verlegenheit kommen wird. Hoffe ich mal. Jetzt haben wir die besonderen Situationen besprochen. Eine besondere Situation könnte auch die Intoxikation mit Benzodiazepinen sein. Und glücklicherweise gibt es da ein Antidote. Das ist das Flumazenil oder auch bekannt als Annexate, was auch ein Benzodiazepin ist. Ich meine, das war auch mal eine IMPP-Frage, über die man sozusagen reinfallen konnte. Flumazenil ist auch ein Benzodiazepin und bindet dementsprechend an den Benzodiazepin-Rezeptor. Das hat eine hohe Affinität dafür und macht so sozusagen eine kompetitive Verdrängung von den Benzodiazepinen, die schon da sind an diesem Rezeptor, und macht eine Antagonisierung, weil es selbst halt nur eine geringe intrinsische Aktivität hat. Das bindet also daran, konkurriert mit den eigentlichen Benzodiazepinen, und die Bindungsstellen, die es besetzt, haben dann keine Wirkung. Und pharmakokinetisch findet sich mal eine andere Plasma-Eiweißbindung außer 80-90%. Die ist nämlich hier scheinbar nur 40%. Das Ganze soll man, wenn man den Verdacht hat, dass es eine Benzodiazepin-Intoxikation sein könnte, oder man es sogar weiß, wenn man selber ein bisschen übertrieben hat, 0,2 Milligrammweise titrieren und dann nach Injektion 0,1 Milligrammweise in Zeitintervallen von 1 bis 2 Minuten. Auch da sicherlich einmal Rücksprache halten, weil das natürlich auch Probleme machen kann. Es könnte auch Krämpfe auslösen, wenn man den Patienten sozusagen so eine Art Entzugskrampf macht. Und wenn die Patienten intoxikiert mit Alkohol oder trizyklischen Antidepressiva sind, ist es wohl auch ein bisschen erschwert zu antagonisieren. Und man muss eben darauf hinweisen, wenn man Benzodiazepin antagonisieren will mit diesem anderen Benzodiazepin eben, dann kann es sein, dass die Halbwertszeit des agonistisch Wirksamen länger ist als vom Flumazenil. Da muss man die Patienten auf jeden Fall entsprechend weiter überwachen. Das Problem ist nicht gelöst. Also im Prinzip so ähnlich wie bei einer Opiat-Intoxikation auch, dem Naloxon. Ich will als auch noch auf ein Präparat hinweisen, das ich ganz interessant finde oder was jetzt irgendwie gerade neu auf dem Markt ist. Das heißt Remimazolam. Das ist ein ultra kurzwirksames Benzodiazepin mit einer Plasma-Halbwertszeit von ein paar 30 Minuten, 35 bis 50 Minuten und einer Verteilungshalbwertszeit von einer halben Minute bis zu 2 Minuten. Also ultra kurzwirksam, damit super schnell einsatzbereit und steuerbar. Das ist seit Januar 2020 in Japan und seit Juni 2020 in den USA auf dem Markt. Ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht zugelassen. Steht aber wohl in Europa kurz bevor. Im letzten Jahr gab es in Italien im Rahmen der Covid-19-Pandemie und den schweren Verläufen da eine Knappheit an den restlichen Sedativa, Midazolam und Propofol, und ist dann schon mal als Compassionate Use-Szenario dort eingesetzt worden. Ja, das ist sicher eine Substanz, die uns in Zukunft, ich denke auch zum Beispiel in der ambulanten Chirurgie oder in der Analgosedierung, der prozeduralen Sedierung, gute Dienste leisten kann. Bin ich mal gespannt. Das würde mich persönlich interessieren, wie man damit umgeht, mit so einer ultra kurzwirksamen Benzodiazepin-Substanz. Einfach um das. Kleiner Funfact dazu ist noch, dass man diese Zulassung auf Basis von 3 Studien veranlasst hat in Amiland und in Japan. Da sind 936 Patienten untersucht worden, also in 3 RCTs. Und auf dieser Basis hat man das dann zugelassen. Nur um das mal einzuordnen, was jetzt zum Beispiel mit den Covid-Vakzinen besprochen wird. Ja, genau. Wenn der Sputnik-Impfstoff aus Russland kritisiert wird, weil er nur an 16.000 Patienten getestet wurde. Also, ja. Ja, genau. Gut, damit sind wir irgendwie am Ende unserer Sendungsnotizen angekommen. Jetzt müssen wir uns irgendwie einen Modus überlegen, wie wir durch den Schneesturm hier nach Hause kommen. Beziehungsweise die nicht zu Hause sind. Wir machen das ja wieder remote. Verdammt. Aber also all in all sind wir doch dann ganz gut durchgehüpft hier. Ich habe noch kein Ende. Warte, lass uns noch einmal kurz irgendwie Tschüss sagen. Benzo gut, alles gut.
Okay, das ist es. Komm, einfach so lassen. Ciao. Alles hat einen Benzolring, nur Benzos haben zwei. Das wäre jetzt eigentlich ein schöner Screenshot und alle irgendwie am Facepalm sind.